Thema heute ist Übungen, Graphenskizzieren mit Hilfe von Scheitelpunkt, Nullstellen und Schnittpunkt mit der Y-Achse. Das ist das, was wir machen wollen. Kurz nochmal zur Einführung. Ich bastele mir vorher mal eine quadratische Gleichung, und zwar nennen wir die wie immer f von x soll x minus 2 in Klammern mal x plus 3 werden. So, wenn ich das ausmultipliziere, das ist die Form, an der ich die Nullstellen eigentlich schon ablesen kann. x01 wäre hier in diesem Fall schon 2 und x02 gleich minus 3. Wir wollen aber den Umweg wählen, damit wir mit PQ schön üben können und so weiter und so fort. Wir wollen also charakteristische Punkte für diesen Graphen letzten Endes erst ermitteln rechnerisch und dann den Graphen skizzieren können. Das ist der allgemein anerkannte Weg der Mathematiker. So machen die das. Aber damit ihr wisst, wo es herkommt und damit wir eine Kontrolle haben, machen wir es zuerst mal so. Wir multiplizieren aus, also f von x ausmultipliziert x mal x. Ich mache mal wieder einen Pfeil ran, damit man nicht durcheinander kommt. Empfehle ich jedem, ist x Quadrat. Jetzt x mal 3 ist plus 3x. Jetzt minus 2 mal x. Und das letzte ist keine Schande, solche Bögen ranzumachen, ist minus 6, ne, minus 2 mal plus 3. Zusammengefasst heißt die also x Quadrat plus x minus 6. So, ich mache mal kurz Pause. Ihr ermittelt mal mit PQ-Formel, damit ihr damit klar geht, schnell die Nullstellen andersrum. Gut, jetzt PQ-Formel, da gibt es zahlreiche Übungen und Videos dazu. Das kann man so ermitteln. Wir haben das ganz schnell eingesetzt. Zack, zack, zack. Nur noch mal zur Erklärung: Aus der ganzen 6 hier habe ich 24 Viertel gemacht. Dann kann ich aus 25 Viertel komplett die Wurzel ziehen. Oben gezogen 5, unten gezogen 2. Dementsprechend ergeben sich also unsere Werte wieder. Wir haben richtig gerechnet. Bis dahin klar. Jetzt zweiter Schritt. Wie kann ich den Schnittpunkt mit der Y-Achse ermitteln? Ganz genau. Y0 steht ja hier schon. Da haben wir es. Das ist es. Also, y0 ist minus 6. Das müssen wir bloß ablesen, das ist leicht. Kann man aber nur aus der Normalform ablesen. Das ist die sogenannte Normalform. Ne? Hier kann man es ablesen. So, wenn ich dann y0 ermittelt habe, habe ich schon mal charakteristische Punkte. Das heißt, ich könnte theoretisch schon anfangen, den Graphen zu skizzieren. Ich brauchte theoretisch die Scheitelpunktform gar nicht. Also, Scheitelpunkt ermitteln. Das können wir rückwärts machen. Ich zeige nochmal, wie es funktioniert. 2 und minus 3. Okay. Schwupp und schwapp. Das ist x, das ist die y-Achse. Wir hatten gesagt, bei 2 und minus 3, hier ist 1, sind unsere Nullstellen. Hier die Nullstellen. Ich mache die mal gelb. Ich zeige die mal. Hier, die beiden. Die kann ich schon einmalen. Bei 2, 1, 2. Und bei minus 3, 1, 2, 3. Hier sind Nullstellen. So, wenn ich die einmale, also hier, die beiden, dann gucke ich nochmal, ist die nach oben geöffnet, die Parabel? Ja, hier steht ein Plus, also gar nichts davor. Also gehen die hier so schräg durch. Und jetzt wissen wir aber was. Eine Parabel ist symmetrisch. Wenn eine Parabel symmetrisch ist, dann muss hier genau dazwischen, muss der Scheitelpunkt liegen. Wir können also zwei Varianten wählen. Wir gehen entweder von der Logik ran und sagen, naja, ich habe hier einen Abstand, minus 3 und 2, das sind, wie groß ist der Abstand? 5, ne? Das heißt, bei 2,5 dazwischen, das heißt hier bei minus 0,5 muss irgendwo xs liegen. Also, Moment, hier ist mein xs. Ich habe also schon den x-Wert der Scheitelpunktkoordinate. Nochmal, eine Parabel ist symmetrisch und wenn die symmetrisch ist, ich deute die schon mal an. Wenn die symmetrisch ist, dann muss wirklich im Abstand von den Nullstellen muss irgendwo der Scheitelpunkt sein. Na, mal sehen, ob wir so weiterkommen. Ich gebe noch was zu bedenken. Wir hatten gesagt, y0 ist minus 6. Na, mal sehen. Mal sehen, wie wir weiterkommen.
Genauso ist es. Wir müssen, wenn wir den höhenmäßigen Wert hier bestimmen wollen, müssen wir einfach unser xs hier einsetzen, und zwar in unsere originale Form, in x² plus x minus 6. Also setzen wir statt x² minus 0,5 statt des x ein, in Klammern zum Quadrat, plus minus 0,5, und hinten kommt die minus 6 hin. Mal sehen, was passiert. 0,5 mal 0,5 ist 0,25, minus mal minus ist plus 0,25. Plus, minus, ergibt minus 0,5 und dann minus 6. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Vorsichtig, nicht zu verwechseln mit dem Schnittpunkt mit der y-Achse. Ich habe hier minus 6,5 plus 0,25, muss also f von minus 0,5 was sein? Kann man im Kopf? Minus 6,25. Einverstanden? Oder nicht klar? Ne, das ist pures Einsetzen. Kleinen Moment. Also nochmal, wie das hier mit den vielen 0,5 zustande kommt. Ich nehme diese Gleichung hier. Ich habe die nochmal darüber geschrieben, damit man das sieht. Und dann sagt man, was weiß ich? Ich möchte den Funktionswert von minus 0,5 haben. Ich setze also f von minus 0,5 so ein, dass ich hier ganz stur minus 0,5 hinschreibe, in Klammern zum Quadrat plus. Ne, das Plus hier abschreiben. Jetzt kommt wieder in Klammern minus 0,5 und dann die Olle minus 6. Die ist ja das absolute Glied. Und wenn ich das jetzt so ausrechne, komme ich auf minus 6,25. So, jetzt hätte ich also, das wäre mein ys. Mit anderen Worten, ich könnte den Scheitelpunkt schon mal als gegeben ermitteln, als gegeben auffassen. Der ist, die x-Koordinate ist minus 0,5. Und die y-Koordinate ist minus 6,25. Aber was ist, wenn es nicht stimmt? Wenn es nicht stimmen sollte? Wir müssen mal weitermachen. Wir müssen nämlich nochmal der Vollständigkeit halber etwas anderes anwenden, wie man auch auf den Scheitelpunkt kommt. Und zwar, indem wir die originale Gleichung, die Normalform in die Scheitelpunktsform umwandeln. Und das geht so. F von x sollte sein x², was hat man gesagt, plus x minus 6. Und hieraus jetzt mittels quadratischer Ergänzung die Scheitelpunktform bilden. Also, jetzt seid ihr wieder dran. Nochmal ein Tipp, schreibt euch mal diese minus 6, na, komm, wieso geht das nicht? Ach, naja, egal, dann lösche ich es mal kurz weg. Schreibt euch mal die minus 6 weiter hierhin. Lasst mal Platz hier. Also richtig Platz lassen. Vielleicht noch mehr. Minus 6. Warum? Weil hier die quadratische Ergänzung und die Aufhebung des Schwindels rein muss. Nochmal zu der minus 0,5. Das liegt an folgendem. Wenn hier die Nullstelle heißt minus 3 und hier diese Nullstelle heißt plus 2, dann ist doch der Abstand insgesamt 5, ne? Minus 3, tipp, 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 bin ich bei 0. Und noch 2 dazu sind Abstand 5. Und genau in der Mitte, also bei 2,5 von hier aus, beziehungsweise von hier aus, daher habe ich den aus der Logik heraus erstmal ermittelt. Nur aus der Logik. Und wenn ich den x-Wert habe, also die Mitte zwischen den beiden Nullstellen, weil die ist ja symmetrisch, dann kann ich hier über Einsetzen auch den ys-Wert ermitteln. Jetzt haben wir es in der Zwischenzeit gemacht. Also ich habe hier das Ganze eingeklammert, und zwar von hier bis hier, und habe diesen Betrug wieder aufgehoben. Die minus ein Viertel müssen also mit auf die rechte Seite, sonst hätte ich wertmäßig was falsch gemacht. Die minus 6 muss sowieso auf die rechte Seite, denn die minus 6 habe ich nicht eingeklammert, die habe ich unberührt gelassen. Wenn ich das aber hier zusammenfasse auf der rechten Seite, habe ich hier minus 6,25 und in der Klammer steht plus 0,5. So. Da wir ja wissen, dass ich hier mit dem gegenteiligen Vorzeichen mein xs habe, habe ich also minus 0,5, und das ist mein ys, und das ist direkt ablesbar minus 6,25. Gucken wir nochmal ganz schnell, aber ich glaube, wir haben richtig gerechnet. Hier ist mein minus 6,25
und hier aus der Logik heraus ermittelt. Und jetzt kann ich den Graphen fertig skizzieren. Jetzt kann ich sagen, gut, jetzt habe ich zwei charakteristische Punkte. Und zwar einmal bei minus 6. Den mache ich mal ocker. Ne, den hatte ich lila gemacht. Gut, mache ich ihn wieder lila. Hier, das ist der Schnittpunkt. Y0. Mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hier. Und ganz knapp daneben, nämlich noch ein bisschen tiefer, ist der Scheitelpunkt. Und jetzt kann ich den Graphen zu Ende skizzieren. Gehe hier durch, gehe durch die Y-Achse und habe es fertig. Jetzt habe ich es mal nicht gezeigt. Ne? Also ich habe es gezeigt, hier die Schüler wissen es, aber für die, die zu Hause mal üben wollen, die uns noch nicht kennen. Leute, schnappt euch diese Formel, ermittelt P und Q, per PQ-Formel die einzelnen Werte ermitteln und dann loslegen. Wer nicht weiß, wie es geht, der guckt nochmal am Anfang des Videos. Also ich brauche den Scheitelpunkt, ich brauche X0, Y0, dann habe ich charakteristische Punkte und kann, wie ihr den Scheitelpunkt ermittelt, ist mir egal. Ich empfehle aber auch, die quadratische Ergänzung dabei zu üben und kann dann mit den charakteristischen Punkten, ich zeige nochmal in Rot, der eine ist hier, der andere ist hier, der nächste ist der Scheitelpunkt und der Schnittpunkt mit der Y-Achse. Mit diesen charakteristischen Punkten kann ich dann den Graphen skizzieren. Aber alles vorher rechnerisch ermitteln. Ihr macht es in Partnerarbeit, ich halte das Video an. Dann schießt mal los.